Ich kann euch das irgendwie nicht abkaufen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie traue ich euch nicht. Kann nicht warum. Wenn niemand, wirklich niemand, hat da irgendwas mit Pornos in Zusammenhang gebracht, außer du. Bitte was? Bitte was? Klärt, also wirklich, klärt mich mal einer auf. Also ich habe ja ein bisschen was mitgelesen, aber mir fehlt der Zusammenhang dazu. Ein bisschen zumindest. Wo muss ich hin? Ach, da. Servus, Baham. Ihr habt Tanyons Lügen gehört, edle Agentin. Ihr habt gesehen, was sie uns lehren. Jetzt müsst ihr sehen, was passiert, wenn wir diese Foltergruben verlassen. Gut, ja. Es kommen nur Combinations. Mitnacht, denkt sofort an alles klar. Naja, du weißt doch, wie seine Gedankengänge sind. Das ist doch nicht verwundernswert. Das ist ja genauso wie Frischus. Frischus denkt ja auch seltsam. Wie das Ganze von einer, wo jemand schießt, sagt. Dann nochmal eine Kombination, wo jemand Ex sagt. Dann kommt Max. Damit. Ja, aber ihr kennt ihn doch. Ihr wisst doch, wie er ist. Das ist doch nichts Neues mehr, oder? Was meint ihr? Ich komme gerade von den Barandari zurück. Wir Ich dürfen habe doch nicht Verbände und eindeutig mehr Salben bei ihnen Spaß. gekauft. Das stimmt. Diese Khajiit sind die Die einzigen Freunde, Ausrede die wir hier gilt in der natürlich. Gegend haben. Klar. Die Ausrede gilt immer. Warum kauft ihr Verbände? Habt ihr nicht die Züchtigungen gesehen? Die Das ist nur Misshandlung? noch krank. Denkt ihr wirklich, sie prügeln uns so durch die Gegend und drücken uns anschließend Verbände Oh. in die Hand? Mit dem Essen geben sie sich auch nicht viel Mühe. Wie kann ich helfen? Ich möchte, dass ihr euch diese Leute anschaut. So wie sie Ja. wirklich sind. Ja. Nurat, ein anderer Schüler, hat die Murat. Vorräte zurück in die Schlafsäle gebracht. Geht und sprecht mit ihm. Holt die Und wo werdet ihr? Vorräte Achso. und bringt sie dann Sind zu die denn noch gar Brintir nicht und fertig? Taloril. Es hat sie heute fies erwischt. Okay, wo werdet ihr sein? Ich muss mit Ilara sprechen. Auch sie hat es heute fies erwischt. Aber ihre Narben sind nicht äußerlich. Macht schon. Mächtchen. Mächtchen, Mächtchen. Ich habe Furry Porn gehört. Wer sind ein paar nette Bilder? Iron! Hier ging es um Käse und Eier und nicht um Ferry. Das stört das Problem nicht. Oh, Leute! Was ist mit euch? Ohne Witz, was ist mit euch? Also einfach, was ist mit euch? Stimmt mit euch nicht. Ihr macht mir Angst. Ich muss einfach was von ihr. Ich macht mir halt einfach nur Angst. Ich habe nur dumme Videos gesendet. Ja, damit hat's angefangen. Und so fing das Ganze an. Mit Aranias. Beginne die Alles Ausbildung mit Vertrag, wieder dann geht's. hier schon. Du hast den Stein ins Rollen gebracht und Heimlich hat es schlimmer gemacht. Also Heimlich so schon. Warum finde ich eigentlich nichts, wo ich mal stehen kann? Wie soll man so die Daily schaffen? Nein, Nurat ist. Dieser weiß nicht, wo diese Vorräte hergekommen sind. Tut Nurat nicht weh. Ich gehöre nicht zum Kodex. Baham schickt mich. Dieser glaubt euch nicht. Ihr seid ein Spitzel von Tanyon, ja? Nein. Nein, bin ich nicht. Oder habt ihr mein Gesicht schon jemals gesehen? Nein. Nimm du deinen Arm, mein Ihr Gesicht habt anschuld. recht. Ich sehe dir schuld aus, wie ich Nurat kennt bin. alle seine Ausbilder. Und ich nicht bin. Seid ihr Ihr wegen schuld Essen oder oder Medizin Iron. hier? Ihr macht sich besser. Beide nicht. Baham hat mich gebeten, Verbände und Wundsalben zu verteilen. Die Vorräte von den Baandari, ja. Talorel und Brintir sind im anderen Schlafsaal und erholen sich. Heute war es besonders schlimm.
für uns alle. Ich werde hier austeilen. Vielen Dank, Murat. Yay. Yippie-yay. Ich bin hier schon, weil ich einfach nur Vivi gefragt habe. Oh, Leute. Hoch mit euch, Ilara. Ihr geht in die Höhle. Die Höhle? Warum? Sie hat doch gar nichts getan. Steckt Ilara da nicht hinein? Sonderbefehl von Tanion. Vielleicht treibt das ja eurer kurzgeratenen Freundin die Flamme. Baham könnte es hier rausschaffen. Ihr seid nur Ballast, Katze. Wer weiß, was wir sind? Alle dran schuld. Oder keiner. Ja, das ist schon besser. Alle oder keiner. Aber warte mal. Ich bin nur dazugekommen. Ich kann überhaupt nichts für. Hab Dank. Dieser letzte Schlag. Oh, so hart. Okay. Könnte man jetzt auch anders verstehen? Ja, Luna? Könnt ihr den Pornoschuh ziehe ich mir selbst nicht an. Ich ziehe mir das ganze Ding nicht an. Ich weiß von nichts. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Die mir hier zuteil wurde. Hab Dank. Gerne. Wir wechseln sogar bald zu Lotho, ne? Schweine! Große, ich hab Spaß. Wow. Ja. Ja, ich hab auch Spaß. Was ist geschehen? Ich habe euch doch erzählt, dass ich mit Ilara sprechen wollte. Ich war nur 5 Minuten weg und Malanga hat sie erwischt. Sie bringt Ilara zur Höhle. Wieso nicht? Ich will eine Nacht in Salzgischt überleben. Nicht in ihrem Zustand. Was möchtet ihr denn machen? Ich trommle die Schüler zusammen. Wir werden die Höhle stürmen. Wir brauchen nur noch Waffen. Saban, der Bandari, der auch seit 10 Minuten nachher kapieren. Von ihm können wir sie kriegen. Der Papp. Stellt euch mal nicht so an! Habt ihr nicht schon Waffen? Nein. Die Ausbilder nehmen uns unsere Übungsklingen nach dem Unterricht wieder weg. Werdet ihr mit ihm sprechen? Ich schnappe mir einige der anderen und wir treffen euch dann am Lager der Bandari. Ich treffe euch dort. Soll ich jetzt Ferris posten? Iron. Der Talmor wird gönn dir einfach. Ich glaube, mein Tee war schlecht. Nur der Tee. Gummikatz. Ah ne, ich bin ja gar keine Katze. Oh, mehr Eisenerz. Wie sieht das jetzt eigentlich mit meinen Dailies? Ja, ich würde ja gerne Sachen stehlen. Ich kann aber nirgendwo stehen, weil es nichts gibt. Bombenlose Widersacher. Okay. Rasendar konnte die üblichen Kanäle nicht nutzen. Seid benachrichtigt, das Kolleg wurde kompromittiert. Tanion, der Rektor, trägt nun den Schleier. Saban war sich anfangs nicht sicher, jetzt bestätigt. Die Schleierkönigin persönlich kontrolliert diesen Ort. Schickt unverzüglich Agenten. Saban. Was ist dir geschehen? Alter, ich will Kisten. Saban. Ich will Kisten ausrauben. Na, der Tisch. Bewerten. Ob ich ein bisschen was verwertet habe? Bewerten, Experte. Bewerten.
Gibt natürlich nur nichts für Schreiner. Saban, hält sich einfach mal raus. Was ist dir passiert, verdammt? Es sieht aus, als ob die Händel überfallen wurden. Ich habe diese Notiz bei Sabans Leiche gefunden. Die ganze Zeit dachte ich, er würde sich an unserem Elend bereichern. Dabei wollte er uns nur helfen. Das waren alle, die ihr finden konntet? Das sind alle. Ich denke, sie ist Gott schien. Wir haben Angst vor der Höhle. Ja. Salzgischt. Es gibt zu viele schlechte Erinnerungen. Geht und sucht nach Ilara. Sie muss da rausgeholt werden. Wir schnappen uns Waffen aus dem Lager. Tu dir keinen Zwang an, Iron. Danach kümmern wir uns um unsere Lehrer. Ich hindere dich da nicht dran. Keine Sorge, ich werde Ilara aus der Höhle holen. Frage ist, wie schnell kommt das? Haus in die Lava-Ecke. Wir haben keinen Furry-Channel, deswegen. Wir haben hier keinen für sowas. Entweder saut das in die Lava-Ecke oder er stellt extra einen Channel dafür. Ihr könnt doch im. Einer von euch kann auch ein FSK 18-Ding reinhauen. Dann kann Iron das trotzdem teilen. Sein Iron möchte nicht. Also tut mir ja keins Zwang an. Könnt doch gern einen extra Schöne dafür machen. Sie hat doch nichts Falsches getan. Ihr gehört nicht hierher, Katze. Keiner von euch. Hallo, Leon. Einen wunderschönen guten Abend dir. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du hast einen tollen Start in die Woche. Hi. Endlich frei. Aber Abstimmung für FSK 18 Channel. Da gibt es keine Abstimmung. Wir machen einen FSK 18 Channel. Muss nur einer von euch fertig machen. Einer von euch Mods. Spinne! Triggerwarnung. Spinnen. Der kommt hier nie mehr lebend raus. Dito und ja. Das freut mich. Das freut mich. Lebensmittelmaus, lass mich in Ruhe. Warum gibt's hier so viele Spinnen? Luna darf da aber keinen Zugriff haben. Oh. Aber wieso? Die ist doch fast 8. Das ist die 18. Ja, aber so gut wie. Okay, siehst du? Nein. Luna darf. Punkt. Luna. Stimmt. Luna muss unschuldig sein. Nein. Luna ist ja trotzdem noch unschuldig. Luna ist ja dennoch unschuldig. Nur weil sie Zugriff drauf hat, heißt das ja nicht, dass sie nicht mehr unschuldig ist. Nein, theoretisch. Ne? Nein, Luna zeigt auch sowas. Dann. Ich hab für deine Unschuld gekämpft. No.
dachte, was kommt da für ein Riesenviech? Ist das nur so eine kleine Riesenfledermaus? Wie ist die Mod, die Gott mit zu streamen? Da verliert man das ganz schnell. Naja, aber Luna ist noch nicht so tief gesunken wie du, Halbert. Also vom schwarzen Humor her. Also ein bisschen Unschuld hat sie noch. Also nicht mehr so ganz. Aber sie ist so nicht. Noch nicht so wie du. Das sind nur Phasen bei mir. Phasen! Wie lange gehen denn die Phasen bitte bei dir? Wenn das nur Phasen sein sollen. Ich glaube, ich spinne. Phasen! Sind doch keine Phasen mehr. Wie lange geht denn da so eine Phase? Ein Jahr? Noch mehr Höhen. Also, ich kenne dich jetzt schon ein bisschen, ne? Das ist keine Phase. Sven ist erstellt. Juhu, danke, Luna. Iron, kannst loslegen. Gib ihm. Danion, hi. Ja, Breakpoint. Ja, mach das. Viel Spaß. Wir wechseln tatsächlich bald das Spiel. Bald kommt Lotro dran. Alle, die auf Lotro warten. Lasst sie raus, dunkle Monde. Lasst sie raus. Aber nur etwas weniger. Alles gut. Nein! Ilara. Sie möchte einfach nur von hier verschwinden. Einfach finden die von ihr. Es ist so alles in Ordnung. Tanion ist tot. Sie wollten Ilara töten. Einfach nur, weil sie ist, was sie ist. Wie könnte ich denn je etwas anderes sein als eine Khajiit? Jetzt ist es vorbei. Verschwinden wir von hier. Ja, ja. Vielen Dank. Diese ist sicher, dass Baham sich Sorgen macht. Yay. Draußen mit uns. Hallo, Baham. Mir fehlen die Worte. Mir auch. Hab Dank, dass ihr Ilara gefunden habt. Gibt es Neuigkeiten von Tanion? Tanion ist tot. Dann ist es vollbracht. Wir haben die Muss man gleich gucken, ob ich bessere Ausrüstung habe. Wir fangen neu an. Wir werden ab jetzt wirklich lernen, wie man dem Talmor beitritt. Damit Bosmer und Khajiit in Machtpositionen aufsteigen können. Vielen Dank, meine Freundin. Durch euren Mut wird die Allianz gestärkt. Das freut mich.
Okay. Dann aber dahin. Ja, meine Dailies habe ich ja gut fertig gekriegt, ne? Wenn ich jetzt noch Eisenerz finden würde. Es ist eine Ehre, eine neue Generation Talmor-Rekruten auszubilden. Gut, das mit den Klassenfertigkeiten würde ich eigentlich auch hinkriegen noch. Wie sieht es bei der wöchentlichen aus? 63 von 250. Ja, yeah. Aranias Tagebuch. Ich bin endlich am Codec angekommen. Der Rektor ist unseren Ideen gegenüber sehr aufgeschlossen. Khajiit und Boswell müssen in ihren Schranken gewiesen werden. Sie müssen formbar sein, wenn der Talmor sie nutzen will. Das hier ist der Ort. Der Ort, nach dem das Erbe gesucht hat. Ich werde Ihre Majestät umgehend schreiben und es ihr mitteilen. Sippenfürstin Estre hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie einen Mähren namens Tanion schicken wird, der sich um das Kohle kümmern wird. Meine nächste Mission ist es, einen geeigneten Ort für unsere Vorräte zu finden. Wir sind Gerüchte über eine versteckte Bucht zu Ohren gekommen, die wir nutzen könnten. Die Ruinen des früheren altmeerischen Quindilun. Quindilun? Okay. Meine Sachen sind gepackt. Ich breche bei Sonnenuntergang nach Quindilun auf. Meine Mutter meint, dass ich, wenn ich dort Erfolg habe, vielleicht bis nach Grünschatten geschickt werde, dort eine mögliche Expansion zu erkunden. Ich war mein Leben lang noch nie abseits des Sommersandinseln. Das sollte sehr interessant werden. Mhm. Sollte ist das. Diese Erbebetrüger haben die Talmor-Tradition beleidigt. Selbstverständlich. Der natürliche, schnelle Verstand und das Waldlandwissen der Bosmer werden unseren Reihen willkommen sein. So, ich brauche noch Eisenerz. Gemeinerz. Wenn ich halt mal welches finden würde. Ja. Ist ja, sonst finde ich immer zigtausend Sachen. Da hört man so gar nichts. Die Flamme des Glaubens hat geflackert und ist erloschen.
Okay, dann geht's dann auf diese Seite. Hier eine Schale. Verwirrt das Lotro oder Elder Scrolls? Das hier ist eh so. Also Elder Scrolls. Lotro kommt gleich erst. Wir wechseln fast sofort. Ich möchte eigentlich nur gern vorher noch meine Dailies fertig kriegen, also zumindest zwei davon. Eure Aufgabe hier ist vollbracht. Geht als unser Atem. Nee. Das ist noch eh so. Von 20. Hallo, Flamor, wie spielt Ese schon? Also Ese besitzen tue ich seit es Morrowind gibt. Ich glaube, seit Morrowind rauskam, besitze ich ESO. Aktiv spielen jetzt wieder seit 2-3 Monaten. Also ich habe ESO immer mal wieder angefangen, aufgehört, angefangen, aufgehört, angefangen, aufgehört. Und ja. Also wie gesagt, aktiv jetzt wieder seit 2-3 Monaten. Wir sitzen, wie gesagt, seit Morrowind kaum. Er wollte damals nämlich unbedingt Morrowind haben und dachte so, ach ja, komm, machst du mal. Seitdem habe ich mir dann halt auch wirklich jedes geholt. Außer halt die kleinen DLCs, die natürlich nicht. Matschbock, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe ESO. Ich liebe ESO. Ich finde es halt selber schade, dass ich da nie so... mich nie so mit beschäftigt hatte. Obwohl es geil ist. Das wusste ich auch vorher schon, aber... ja. Meine Liebe ist gerade wieder entflammt. Huch. Fangen wir auch wieder die Tage an. Geht doch komplett von vorn. Ja, ESO Plus habe ich auch. ESO Plus habe ich auch. Finde ich halt ganz praktisch wegen den Sammelmaterialien und so. Und weil ich mir dann die DLCs auch noch kaufen muss, diese kleinen. Ja, habe ich dann ja schon. Der Hass wuchert und erstickt. Wir haben jetzt vor. Oh Gott. Wie lange machen wir ESO jetzt? Seit einem Monat? Also seit einem Monat, glaube ich, im Stream. Wir haben halt auch wieder komplett von vorne angefangen. Wir sind jetzt Level 21 oder Stufe 21 und haben ganz drüber angefangen. Ich habe mich halt auch nur so dezent in meinen Schlaf verliebt. Ganz dezent. Wir gehen in diese Richtung wieder. Falls ich hier... ah ne, hier muss ich noch gar nichts machen. Aber ja, ESO Plus habe ich auch. Wie gesagt, fand ich ganz praktisch. Weil ich sowieso immer recht viel sammle in ESO und mein Inventar dann meistens chronisch voll ist. Alter, ihr mögt allein sein, wenn ihr euch den Schrein nähert. Daher schreibe ich dieses Wissen nieder, das ihr nicht besitzt, auf das eure Augen es vernehmen. Es gibt zwei Schreine. Einen mit einem einzelnen Feuer für
Trinimak und den unter anderem mit Zweien für Xaxis. Diese geheiligte Flamme werden sich denen, die unrein in Gedanken und Taten sind, nicht beugen. Lasst eure Gedanken dieses Mal nicht abschweifen, denn dort wird niemand sein, um euch zu schützen. Nutzt das geheiligte Feuer, um eure Gabe zu reinigen. Eine Verbeugung vor der Kunst der Zerstörung der Göttlichen. Flammen werden durch die Luft tanzen und fließen nur durch das Verbrennen, was verbrannt werden muss. Sollte eines der drei Feuer erloschen sein, so müsst ihr es mit der Kraft der Gabe direkt entzünden. Glut und andere Zauber werden nicht funktionieren. Verwendet ihn mit Bedacht, denn es ist ein mächtiges Geschenk. Im Namen von Auriel selbst möge sein voriger Odem uns werben in dieser harten Zeit. Okay. Mein PC ist abgeraucht, zocke dann auf PS4, bis ich einen neuen PC habe. Ja gut, an der Konsole habe ich es auch, aber an der Konsole habe ich damals mir nur Morrowind, Somerset und Elsweyr geholt. Also da bin ich tatsächlich noch gar nicht so doof weit, was die Packs angeht. Ich muss auch sagen, ich habe auch tatsächlich nicht alle gespielt. Ich besitze zwar alle, aber durchgespielt habe ich bisher nur, ich glaube, die normale Hauptstory von ESO. Dann Elsweyr hatte ich durch. Greymoor hatte ich durch. Und noch irgendeins habe ich durchgespielt. Ich weiß aber tatsächlich nicht welches. Ich glaube, Somerset war es. Nee, da hinten muss ich hin. Manchmal ist man ein bisschen blöd. Ach, da muss ich hin. Jetzt auf die andere Seite. Sonst habe ich tatsächlich auch direkt dabei. Ja, okay. Ja, wie gesagt, ich habe hier halt bei mir alles. Außer die kleinen DLCs. Weil ich habe halt... Good Morrowind hatte ich mir, glaube ich, nicht vorbestellt. Das habe ich mir nachträglich gekauft. Aber ich hatte dann... Ich glaube, ab Somerset habe ich angefangen vorzubestellen. High Isle habe ich mir tatsächlich dann auch direkt geholt. Da hinten muss ich noch hin. Wird auch cool, wenn wir dann irgendwann mal da ankommen. Wird zwar ewig dauern, aber das ist hier egal. Allein wenn ich sehe, was es alles gerade für Mounts im Shop gibt, die ich haben möchte. Allein deswegen will ich viel ESO spielen. Deswegen versuche ich auch gerade die Dailies oder ne, diese täglichen Aufgaben dazu ein bisschen zu machen. Weil ich hätte gerne diese Viecher hier. Wobei ich weiß gar nicht, ob ich mir die nicht vielleicht sogar... hier rüberhole. Geldbeutel sagt dabei nur ja. Oh ja. Wie gesagt, wenn ich mir das hier angucke, es ist Liebe. Es ist einfach nur Liebe. Oder das hier. Das hier. Alles, was glitzert, leuchtet, funkelt, ist für mich ein Must-Have. Das hier halt auch, ne? Das ist halt auch mega. Hier möchte ich tatsächlich nicht alle haben. Das Pferd hätte ich halt gerne. Den Bären nicht unbedingt. Den Sen hier hätte ich gerne. Und den Wolf hätte ich gerne. Ich glaube, die hier... Ja, wahrscheinlich werde ich mir die wirklich eher über die Kronen holen. Vielleicht werde ich mir die wirklich über die Kronen holen.
das hier, ich weiß es halt nicht. Hier gibt es halt auch noch recht viele. Mountains Account gebunden, oder? Ja. Ja. Alle Mounts, die ich mit dem Schei jetzt hier besitze, besitzen auch alle anderen. Das ist ganz praktisch. So, ich will eigentlich mein Dings auf Simon kriegen. Dann einmal bitte Klassenfähigkeit nutzen. Müssten noch 5. Sehr gut. So, das wären dann nur noch 6. Ich krieg ja auch kein Eisenerz, ne? Oder allgemein irgendwelche Erze. Kiste. Nee, ich spiele ohne Addons. Ich finde, das brauche ich in ESO nicht wirklich. In ESO finde ich das sogar ganz gut, so wie es ist. Hab ich gerade zu sehr im Stream geschaut und bin dadurch einfach komplett in die falsche Richtung geritten? Vielleicht. No. Was machst du denn für Sachen? Aber gut, passiert mir auch oft das mal. Wenn ich Stream schaue oder so. Drei brauche ich noch. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich die Ärzte noch zusammenkriege. Zwei Bräune noch. Die Berührung der Dädra hat diesen Ort. Soll ich von den Dogs in Balfurien hoch zur Festung Krieren reiten? Ja, viel Spaß! Aber so weit ist der Weg hier gar nicht. Kurz. Allach, mit diesem unheimlichen Kelch gehorcht das Wasser eurem Befehl. Es reinigt sich besonders zu Ehren von Anu, der den Kosmos in der Ära der Dämmerung schuf, und Ifrit, der die Erdknochen. Läuft bei mir, naja, zum Glück kann man schon rein. Ja, das stimmt. Wir sollten denjenigen kaum glauben, die behaupten, wir wären in der Zeit des Handels Körper für Wurzeln und Wurzel für Gliedmassen besser dargestanden. Ich für meinen Teil bin dankbar, jeden neuen Tag leicht zu erwachen. Geistig und körperlich. Ich schweife ab. Wie euch mittlerweile sicherlich vertraut, und dieser Brief, so kurz er auch sein mag, soll nun beschreiben, wie der Kelch im Inneren des Schreins genutzt wird. Taucht den Kelch in die Wasser des Schreins. Gießt das Wasser auf das Unreine, um den Schmutz fortzuspülen. Visionen solltet ihr sehen, so wie die Unreinheiten von eurem Auge gewaschen werden. Wasser aus dem Kelch vertreibt die Unruhe. Trinkt daraus, wenn ihr dieses Aufwühlen tief in eurem Inneren verspürt, wie es so durch unangemessene, zubereitete Nahrung hervorgerufen wird. Stellt sicher, dass ihr beide Seiten des Schreins aufsucht. Bitte nehmt den Kelch mit meiner Wertschätzung. Im Namen von Mara, möge das Blut des Lebens weiterhin in eure Brust fließen. Okay. Stell dir mal vor, das Game ohne Reizigung wirkt schon. Oh Gott. Das wäre eine Herausforderung. Also so schön wie die Welt ist, aber
Also so ohne Reittier. Wäre es, glaube ich, schon schwierig. Aber es wäre in Ordnung. Es wäre in Ordnung. Die Welt ist halt echt schön. Zumindest wenn man anfangs noch nicht reiten kann. Gute Arbeit, Büßerin. Dieser Kneffe von WoW. Ja gut, aber in Final geht's ja sogar noch. Finde ich. In Final geht das Ganze sogar noch. Warum wird mir das denn immer noch angezeigt? Egal. Ja, das habe ich. Ja, es ärgert mich eigentlich, dass ich die Ärzte nicht finde. War das wie eine Tonne? Oh, Ryan. Nein. Einfach nein. Nein, nein, nein. Da weiß ich halt nicht genau, welche. Genau, in den Sümpfen und dann wo kann ich was machen. Und ja gut, da komme ich jetzt halt nicht hin. Ärzte kommen und stehen. Für gewöhnlich geht das überall, aber heute fühlt es halt einfach nicht. Heute ist mir das Glück, was Gegenstände irgendwo stehen angeht, nicht toll. Tut mir nicht weh. Bitte, Meisterin, habt Mitleid mit diesem Arsch. Aber wir wechseln jetzt. Ich habe hier wenigstens eine Deli geschafft. Dann ist das andere halt erstmal tatsächlich. Wovon redet ihr da? Ich bin der Reliquienhüter von Torinan. Ihr müsst mir helfen, die heiligen Schätze wegzubringen, damit sie nicht der Verderbnis zum Opfer fallen, die diesen Ort heimsucht. Warum könnt ihr euch nicht darum kümmern? Uralte Wächter bewachen diese Reliquien, aber sie wurden bereits von der dädrischen Berührung befleckt. Bitte, Meisterin, bringt ihr sie in Sicherheit? Sucht nach Kassetten, die auf den Altären in Torinan stehen. Aber passt bloß auf die Wächter auf. Kriegen wir hin. Ich werde die Reliquien holen, Nenaron. Seid auf der Hut, Reisende. Auch ihr könntet von der Verderbnis befallen werden. Sind ein paar Reliquien wirklich euer Leben wert? Diese Reliquien sind mein Leben, Reisende. Wenn sie verdorben und befleckt werden, dann ist mein Leben vorbei. Ich wünschte, ich könnte diesen feinen Zauber mitnehmen. Dann würde ich selbst losziehen, um sie zu holen. Dieser magische Kreis ist also nicht euer Werk? Nein, das war alles das Werk der Aldachin. Sie wollten nicht, dass ich starbe. Oder dass sie mich wie die anderen vereinnahmen. Was für eine nette Herrin. Auch wenn sie immer etwas schroff zu mir ist. Ich weiß nicht, was ich vergessen habe. Bis gestern Abend habe ich noch dran gedacht. Ich war heute so müde. Herzlich willkommen bei Frieden, Spaß mit Blue. Himbeeren. Spaß mit Himbeeren. Ich glaube, die halten nicht bis oben. Alter. Wann kommt denn jetzt der Gartenstream? Jetzt gerade. Wir prügeln uns halt um die Himbeeren, ne? Mega gut. Jetzt die anderen kommen. Okay. Wie lange bist du noch wach? Okay. Jetzt noch einmal mit Okay. Spazieren? Richtig spazieren? Nö. Okay. Planieren. Dann wechsle ich einmal kurz das Spiel und dann sage ich dir gute Nacht. Ja. Okay. Und mit Hundi flanieren.
Ryan, du musst dir unbedingt das VOD anschauen. Ryan hat heute kurz selber gestreamt, mehr oder weniger. Ja, stimmt. Stimmt, Ryan hat heute selbst gestreamt. Ich gucke sofort. Es war halt echt geil. So, gut, ich würde sagen, wir bleiben einfach hier stehen. Das passt schon. Du wirst dich freuen. Es war lustig. Vor allem, eigentlich sollte Frisches mir nur eine Spinne töten. Ja. Hat super geklappt. Das mit der Spinne töten, meine ich. Also, es hat astrein funktioniert. Die Spinne läuft jetzt immer noch hier irgendwo rum. Er hat ihre Gnadenfrist bekommen. Das war eine kleine Spinne. Oh Gott. Es geht echt in jedem Stream. Ich kann nichts dafür, die Spinne war nun mal im Stream. Die ist hier über meine Tastatur rübergekrabbelt. Kann ich doch nichts für. Das Viech wollte mich halt umbringen. Kann ich nichts für.